Deswegen bitte ich euch um einen tosenden Willkommensapplaus für den einzigartigen Quinn Christiansen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Föhr ist echt eine nette Insel. Da war ich schon öfters. Ich komme nicht nur aus dem Norden, sondern ich komme auch aus einer Waldorfschule. Kennt jemand Waldorfschulen? Einfach vielleicht mal, yeah. Ja, genau so reagieren die Leute auf Waldorfschulen, genau so. Ich war 12 Jahre lang auf einer Waldorfschule und wir kriegen das hier hin irgendwie. Das wird schon. Ich krieg das hin. Ja, der Text heißt, das Leben ist keine Waldorfschule oder auch Ingo tanzt sich nicht, das ist ein Scheißname. Entschuldigung an Leute, die Ingo heißen. Ja, ich bin Waldorfschüler, aber erstmal, Namen tanzen heißt Eurythmie. Und dass das Sprachzentrum im menschlichen Gehirn verbunden ist mit dem Bewegungszentrum und Eurythmie durch das Aufbauen von Situationen, in denen man sich zu einem Wort bewegt, während man es spricht, Verbindung zwischen diesen Gehirnzentren aufbaut, wissen viele gar nicht. Dazu gehört zum Beispiel poetische Texte, Dramen oder Gedichte in Bewegung umzuwandeln. Nicht irgendwie. Die Kunst besteht darin, die Uraussagen von Begriffen und Wörtern zu analysieren und umzusetzen. Dass das Bewegungszentrum am Verarbeiten von bestimmten Sprachaspekten beteiligt ist, wissen Neurologen erst seit 7 Jahren. Das wusste Rudolf Steiner vor 100 und nicht in der 3. Klasse. Aber ja, wir können Wörter tanzen. Wie soll man sich auf der Tanzfläche denn bitte sonst unterhalten? Bei Technomucke denkt ihr, wir tanzen einfach nur. Nein. Wir schmieden heimlich Pläne, die ganze Welt zu übernehmen. Oder wir checken einfach nur Frauen ab. Die sieht geil aus. Auf jeden. Schon in der 1. Klasse verlangt der Lehrer, dass wir unseren Namen tanzen, weil er uns sonst einfach nicht verstehen würde. Damit wir Eurythmie wirklich vertiefen konnten, liefen wir alle stumm durch die Klasse und mussten tanzen, wenn wir was zu sagen haben. Bei einer Gruppendiskussion wackelten und zappelten dann halt mal 20 Kinder durch den Raum. Waldorfschüler erkennt man leicht. Die Jungs haben immer lange Haare, damit man auch erst in der Pubertät weiß, welches Geschlecht sie sind. Und sie tragen so dumme Namen wie Philipp, Karl, Luca, Dante, Paul, Johannesson, Quinn. Sie haben selbstgestrickte Socken und dunkelbraune Lederhosen mit diesen kreisförmigen Stoffflicken. Da. Selbstgestrickte Pullis, die viel zu groß sind, aber dann heißt es immer, da wächst er rein. Die Mädchen sehen aus wie Jungs, aber nicht immer. Das ändert sich dann in der Pubertät, wenn man Glück hat. Sie tragen bis zur Pubertät eigentlich die gleichen Klamotten wie die Jungs, da man ihnen ja keine Genderrolle aufdrücken möchte und tragen Namen wie Margarete, Date, Esther, Anne-Katharin und Quinn. In der Pubertät verändern sich dann einige Waldorfschüler äußerlich, aber nicht alle. Ja. Aber wenn wir auf die Schule kommen, dann sind wir alle gleich. Jung und voller Lernschwächen. Und ja, zur Einführung in die Waldorfschule bekommen dann alle Kinder ein eigenes Bäumchen, das sie dann einpflanzen. Das war vielleicht anstrengend, als ich den nach 12 Jahren mitnehmen durfte. Er steht jetzt in meinem Schlafzimmer. Ich schlafe zwar im Stehen, aber das ist es mir echt wert. Danach geht es direkt zur ersten Lektion. Man lernt die Gerade und die Krumme. Also schön mit Wachsmalstiften die Gerade und die Krumme aber und aber tausende Mal auf ein Blatt Papier malen, dann in die Klasse aufhängen, um dann wiederum zu sehen, dass die Hälfte der Klasse die Gerade krumm und die Krumme gerade gemacht hat. Der Lehrer findet das gar nicht witzig und lässt die betroffenen Kinder knallhart die Hausordnung auftanzen. Nach ein paar Jahren kommt dann das aufregendste Fach für einen kleinen Jungen, der anfängt, nach dem Duschen an seinem Schniedel zu spielen. Pflanzenkunde. So richtig mit selbstgebauter Pflanzenpresse. Der Inhalt des Unterrichts war einfach zu verfolgen. Rausgehen, Pflanze fragen, ob er sie abreißen darf, abreißen, reingehen, Pflanze pressen, das zur Pflanze passend von der Tafel abschreiben. Klingt einfach. Doch da ich damals ein Vollblutwaldi war, konnte ich es noch einfacher machen. Als unsere damalige Lehrerin zu uns sagte, dass wir die Pflanzen fragen sollten, bevor wir sie abpflücken, das tat sie wirklich. Und gestaltete ich den Ablauf des Unterrichts folgendermaßen. Rausgehen, Pflanze fragen, ob man sie abreißen darf, reingehen, zur Lehrerin sagen, dass die Pflanze leider Nein gesagt hat. Strafarbeit bekommen. Ja, auch schon das sogenannte Epochenheft. Eigentlich ein zusammengewürfeltes Heft aus Kopien und ein paar netten Zeichnungen, bei dem die Ecken der Blätter abgerundet sind, da man sich beim Aufklappen nicht schneiden will. Und ja, falls Fragen aufkommen, die Klassenräume hatten auch abgerundete Ecken, weil man sich beim Vorbeigehen nicht schneiden will. Das Waldorf-Dasein erstreckt sich durch dein ganzes Leben. Einmal Waldorf, immer Waldorf. Die Leute verlangen, dass man zu Fasching als Baum geht. Sie wollen, dass du ihren Namen vortanzt und du ihnen meistens die Buchstaben für Vollarsch gibst. Und du weißt, dass Bäume auch Gefühle haben und du weißt, was Eurythmie ist, hast es in der Schulzeit jedoch immer falsch geschrieben. Ah, so, okay. Ja. Und so kam es, dass ich am ersten Tag in der Berufsschule nach dem Platz suchte, wo ich mein Bäumchen einpflanzen konnte. Ich als einziger Samstag mit Eurythmiekleid und Schleier vor der Schule stand, weil ich dachte, Monatsfeier wäre.
Ich vermisse meine Waldorfschule. Denn ich habe mir einfach so einen Pullover genäht, Puschen genäht, eine Hose genäht, eine Stoffelefanten genäht, einen Hocker gebastelt, eine Truhe gefertigt, habe im Schulzirkus das Publikum belustigt, habe sogar meine selbstgestrickten Socken auf dem Martinsmarkt verkauft. Okay, sie lagen da nur rum. Ich hatte 2 wunderschöne Klassenfahrten nach Tschechien und Italien, wo ich mit meiner Klasse wunderschöne Lieder in Kirchen sang. Ich machte eine Jahresarbeit über Emotionen und Körpersprache, einen künstlerischen Abschluss, bei dem ich mit meiner Klasse ein 5-stimmiges Stück von Mozart sang und ein Klassenspiel. Ich machte sogar ein 3-wöchiges Landbaupraktikum auf einem Bauernhof. Fand aber keinen Unterschied zum Unterricht. Und als ich dann meinen Realabschluss in den Händen hielt, ich mit mehr Pflanzen geredet hatte als mit Menschen, ich von 12 Jahren mindestens 3 oder 4 Jahren geschwänzt hatte, ich tausende Gedichte von Joachim Ringelnatz, Christian Morgenstern, Bertolt Brecht, Heinz Erhardt und jeden anderen erdenklichen deutschen Dichter analysiert und mit Eurythmie irgendwie verbildlicht hatte, konnte ich mit Stolz sagen, ich bin... Das ist echt der längste Part. Ich bin gleich fertig. Dankeschön. Das war für euch aus Kiel der erste Starter des heutigen Bubble Slams, Quinn Christiansen.